Bei Verdacht auf luftgetragene Chemikalien ist es notwendig, eine Luftprobe zu nehmen. Dazu dienen Sammelröhrchen wie zum Beispiel Silikagelröhrchen. Das Silikagel als Absorbermaterial befindet sich im geschlossenen Probenahmeröhrchen. Mit Hilfe einer Handpumpe kann eine bestimmte Menge Luft durch das Sammelröhrchen gezogen werden. Für die Dichtigkeitsprüfung der Handpumpe wird ein ungeöffnetes Röhrchen auf die Pumpe bei komprimiertem Kolben gesetzt. Geht der Kolben nicht zurück, wenn er losgelassen wird, ist die Pumpe dicht. Die Pumpe hat ein Zählwerk für die Anzahl der genommenen Hübe. Es wird vor der Probenahme auf Null gesetzt. Dazu drückt man mit dem spitzen Ende eines Röhrchens in die Vertiefung neben der Anzeige. Nun kann die Zahl der Hübe gemessen werden. Ein Röhrchen wird aus der Verpackung genommen. Beide Enden werden mit Hilfe des Röhrchenöffners abgebrochen. Nun wird das Röhrchen in Pfeilrichtung in die dafür vorgesehene Öffnung der Pumpe gesteckt. Durch Zusammendrücken der Handpumpe bis zum Anschlag wird gewährleistet, dass eine bestimmte Menge Luft pro Hub über die Röhrchen gesaugt wird. In der Regel werden zwei Röhrchen besaugt. Ein Röhrchen mit einem Hub und ein Röhrchen mit 10 Hüben. Das Röhrchen wird von der Pumpe abgezogen und die beiden Enden des Röhrchens werden mit Plastikkappen verschlossen. Die Röhrchen werden einzeln mit Alufolie eingewickelt. Jedes eingewickelte Röhrchen bekommt ein Etikett, das mit der Probennummer, der Hubzahl und dem Datum versehen ist. Zusätzlich zu den beiden Probenröhrchen wird eine Blindprobe mit in die Probentüte gegeben. Hierbei handelt es sich um ein verschlossenes Röhrchen aus derselben Packung wie die beiden anderen. Alle drei Röhrchen werden in eine Dekonverpackung gegeben. Der Probenbegleitschein wird ausgefüllt und ebenfalls mit in den Beutel gegeben. Die Luft wird aus dem Beutel gestrichen und der Beutel mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist fertig für den Transport zum Dekontaminationsplatz und das dort durchzuführende Tauchbad.